Hi Frieda, klar bei dir, hä? Huh? Siehst schon wieder so verdorben aus, du Sau. Und du? Ich hab durchgewärmt. Ein bisschen Milch rein. Ah, wie wär's? Du und ich allein, hm? Wie wär's mit uns beiden, hm? Erzähl's mir doch. Du siehst schon wieder so einsam aus, Klaus. Du solltest mal wieder richtig bimsen. Ah, danke. Und du auch, du klein Verdorbene. Ach ja? Ja. Ach, ich weiß nicht. Ich bims doch jeden Tag, Klaus. Aha. Jeden Tag bin ich nur am Bimsen mit meinem Mann. Und dann sagt er hier und die Stellung und die Stellung. Und dann habe ich gar nicht so viel Bock drauf. Und dann will er solche Sachen. Aha. Dein Mann ist so ein kleiner Splasher, ha? Der verlangt also alle möglichen Games. Mann, ist das zum Kotzen. So kleine Sau. So läuft das aber nicht. Erzähl's mir doch. Erzähl mir mal die Story. Dein Mann kommt an mit einer Fessel und hat dich schön in die Fresse. Was würdest du davon halten, wenn er sagt, die Splasche schillen am Face of Life? Erzähl's mir doch. Was würdest du davon halten? Hm? Erzähl's mir doch. Ich weiß nicht. Manche Frauen stehen drauf, geschlagen zu werden. Ich weiß nicht, ob ich Bock drauf hätte. Aber es kann schon vorkommen. Es kann schon vorkommen, dass ich auf sowas geil wäre. Aber wir können ja auch mal solche Games machen. Denkst du, ich mach das klar? Was willst du denn von mir? Weißt du die Rezepte? Ich wollte das Rezept holen. Du kleiner Splasher, ich will mein Geld. Ich hab das Game nicht mit dir gezogen. Jerry B. Anderson. Jetzt hör mal genau zu, Jerry war eben hier. Was? Hey, Anderson ist hier. Aber das kann doch wohl nicht wahr sein. Schick ihn raus. Hör mal zu, Klaus, du kommst hier an. Ich hab mit dir den Deal. Du weißt, es geht um die Medikamente. Du kannst nicht Anderson seine Medis zocken, hä? Die ganze Scheiße. Anderson ist ein kleiner Psychopisser. Der will uns die Games versauen, hä? Verstehst du, was ich meine? Wir splashen mal über das Face. So, nee.